Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zur dritten Episode von Woody Goals by You Story. In den letzten Missionen hat Woody seine Schutzengel ganz schön auf Trab gehalten. In seiner fünften Jagd geht es zurück nach Lawson Delta, um dort den Assassin zu erledigen. Mal sehen, ob Woodys Schutzengel weiterhin gebraucht werden. Sille, ich kann gerne mal ein Video zum Thema Geld machen. Wissen sie? Do they know? Oh, fuck. Aha. Kleinen Moment. Neues Team. Ciao. Ciao, 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 ciao. Nö. Bye, bye. Okay, Sille, ich mache auf jeden Fall mal ein Video dazu. Das hatte ich eh vor. Ich weiß noch nicht, wann. Weil ich dann auch passende Loadouts dazu spielen werde. Aber wird auf jeden Fall kommen. Werde ich machen. Hatte ich, wie gesagt, eh vor. Deswegen passt es ganz gut. Weil Geld machen in Hand, es hat auch sehr viel einfach mit zu tun, wann muss ich looten. Das sind nur die Hunde. Oder? Ja, ja. Wo sind die Kassen? Wo sind die Moneybags? Bosskills zum Beispiel geben Geld. Oh shit, treff nix! Danke dir für den Raid! Es ist gerade ein bisschen Action geladen. Aber ich danke dir für den Raid. Treff nix. Und alle, die dazugekommen sind. Oh nö. Die Gegner treffen leider auf jeden Fall was. Schnell. Nein. Ui, ja. Ich hoffe, ihr hattet gute Games. Bei uns ist es heute auf jeden Fall ziemlich Action geladen. Und ich bin ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Es ist ganz schön viel auf einmal. Ah. Irgendwie ist der Fight bei denen jetzt schon wieder gefühlt vorbei. Kann das sein? Okay, wenn Clue, nehmen wir gerne mit. Okay, es geht weiter. Wir können es wieder einmischen. Ich hau mir die Rackshot rein zur Sicherheit. Jemand ist gestorben. Insorters sind auch Leute? Was geht hier ab? Okay. Wir machen es einfach schnell so. Ich versuche den Seed Cash zu trappen. Ja, es ist dreckig. Machen es aber dennoch. Oh mein Gott, das Bonus Bounty. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich hierbei nicht unterbrochen werde. Oh, ich habe echt Angst, einen Schuss in den Rücken zu kriegen. Oh, hier ist keine volle Restock-Box. Das ist sehr lame. Wir machen das schnell auf. Da brennt's. Da brennt eine Leiche, glaube ich. Big Bundles. Warum Big Bundles? Es ist so komplett räudig, Xento. Es ist komplett räudig. Ich schäme mich auch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Alright, okay, muss reichen. Ich schätze mal, der Boss ist auch bei Sweet Bell. Oh, Sattel. Ja, ich glaube, das ist eine Tastatasche. Alles klar, Sille, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und viel Erfolg. Und vergiss nicht, auf den Boden schauen. Da ist jemand gestorben? Warte mal, das ist ein Fight? Ich dachte, die machen einen Boss. You wanna what now? Oh.
Den Emulator da ziemlich ungeil, der wird mich sowas von verraten. ich war schneller. Oh shit. Ah, natürlich ist das die Shotgun. Was zu werfen haben. Ah, du musst die Shotgun noch leben. Jetzt sind alle wieder oben. Scheiße. Ah, dass der Marshall der Tech nicht getroffen hat. Ich glaube, ich habe über ihn drüber geschlagen. Ah, er hat ja auch einen Katana, das habe ich vergessen. Ah ja, okay, gut, das war's. Ah, ich habe vergessen, dass er einen Katana hat. Ja, okay, war dumm. Der Rest war dumm. Scheiße. Das ist echt ärgerlich, dass genau die Shotgun überleben musste. Hatte wirklich Angst, den zu pushen. Ich glaube, ich darf nicht wieder aufstehen, das war dumm. Ja, ja. Okay. Macht nix. War ein guter Fight dennoch. Schade, schade. Ich hab mich zu sehr von der Terminus einschüchtern lassen. Das war der Fehler. Das ist auch eine Terminus sein muss. Wäre es ein Rival gewesen, wäre es ein Romero gewesen. Egal was es gewesen. Okay, Crown wäre noch gruselig gewesen, aber weil es ein Schnellschießen, Shotgun war, hatte ich Angst. War auch ärgerlich, dass der Marsch des Tech. Ich glaube, der ging echt über den Kopf von dem Redneck. Wäre direkt gestorben, hätte ich es rechtzeitig zurückgeschafft. Naja. Ja, es ist ein würdiges Ende für Woody. Woody hat einige Leichen hinterlassen. Es ist okay. Es ist völlig in Ordnung. Leider konnte sich dieses Mal Woody nicht auf seine Schutzengel verlassen. Aus Angst wurden Fehler gemacht und vor lauter Übermut und etwas Panik wurden diese Fehler auch schlussendlich tödlich. Woodys Reise ist hiermit zu Ende.